einatmen, stellen wir uns vor, dass wir das Sonnenlicht des Morgens einatmen und füllen uns mit dem Einatmen, mit dem Sonnenlicht im Körper. Erst zum Lungenbereich und der zweiten Atmung. Bis in die Arme und Beine. Und mit der dritten Atmung bis in die Fingerspitzen und Zehenspitzen. So dass wir richtig lichtdurchflutet sind und die Energie des Tages aufnehmen. Und wir nehmen die Hände zur Seite nach oben und vor die Brust zum dreifachen Mantra um. Und ein fühlen im Raum. Es ist ganz wichtig, dass wir auch das um uns herum fühlen, wenn wir auch geschlossene Augen haben, die Wahrnehmung zu verschärfen für unseren Körper. Und da ist die Methode, dass man im Prinzip achten kreist. Wir nehmen also den rechten Arm und eine aufrechte Acht malen wir einfach. Und wir können richtig die Hand so wie bei einer Balletttänzerin so mitbewegen, dass es auch sehr ästhetisch aussieht und ihr merkt es dann schon, dass es auch wie so ein Flow wird, so ein Fluss. Und ihr könnt dabei auch in der Hüfte überall ganz locker bleiben. Und nach oben und unten. Seitlich vom Körper. Dabei die Augen schließen und fühlt einfach rein in den Raum, wie sich eure Hand bewegt. Und wie sie den Äther berührt sozusagen, wie den Widerstand spürt. Und wir wechseln zur anderen Seite, den linken Arm, eine aufrechte Acht. Und jetzt nehmen wir beide im Wechsel. Das ist so zum Gehirnhälftentraining. Ist auch ganz wichtig, die beiden Gehirnhälften miteinander zu verknüpfen.
Wir nehmen die Hände wieder runter, lockern uns ein bisschen. Und jetzt nehmen wir die 8 nach vorn, aber dass der eine Bauch sozusagen im Kopf drin ist. So, und der andere ist davor. Ein Kreis im Kopf, der andere vorm Körper. Fangen wir mit rechts an, oder mit links an, egal. Und hierbei spürt ihr auch schon, wenn ihr so über euren Kopf fahrt, ohne den zu berühren, diesen Abstand wahrend, dass ihr euch selber spürt, obwohl ihr euch gar nicht berührt. Das kann man so trainieren, austesten. Die andere Seite, der andere Arm. Und dabei auch ganz locker bleiben wieder. Hüfte, Körper. Und die Atmung ist dabei ganz ruhig. Und jetzt beide Arme wieder im Wechsel sozusagen. So. Stillstand. Locken uns. Wir nehmen die Hände an die Hüften. Und jetzt stellt euch einfach vor, dass euer Becken wie eine Schüssel ist. Und euer Schwerpunkt sozusagen das Gleichgewicht sind, eure Wirbelsäule ansetzt. Das ist sozusagen eine Kugel. Und wenn jetzt euer Becken bewegt, rollt die Kugel quasi in dieser Schüssel hin und her. Und dieses müsst ihr euch so vorstellen, visualisieren ein bisschen. Und da könnt ihr damit spielen quasi. Wir fangen an mit kleinen Kreisen erst. Kreisen nach rechts oder erstmal nach links. Wir werden langsam größer. Dann maximal Kreis bilden können. Dann werden wir so kleine. Und kommen wieder fast zum Stillstand und kehren einfach die Richtung um mit kleinen Kreisen. Und wieder größer werden. Bis zum maximalen Kreis. Das ist auch eine Art Gleichgewichtstraining, um seine Mitte zu spüren im Körper. Jetzt machen wir mit der Hüfte auch Achten. Das heißt also, dass wir eine liegende, also seitliche Achten. Und dabei ganz locker sein. Unser Körper besteht zu 97% aus Wasser und ihr stellt euch einfach vor, dass ihr wie Wasser seid und euch bewegt. Und eure Beine sind immer noch verwurzelt, um euch zu tragen. Und der Rest ist locker. Ganz entspannt. Wie beim Tanzen. Und in die andere Richtung. Nach hinten jetzt.
Und die andere Seite. Wir kommen zum Stillstand wieder. Jetzt lassen wir die Arme baumeln so ein bisschen, das ist schon richtig so. Das nennt sich Slonka. Und dabei drehen wir unseren Körper und blicken über die Schulter. Und wenn wir nach vorne kommen, zurück, da kann man als Hilfe ganz kurz stehen bleiben mit dem Kopf. Also ungefähr so. Damit man dann nicht so schwindelig wird. Und dann könnt ihr immer weiter drehen und die Arme hängen einfach so danach. Wie so. Bändeln und die Wehen halt sozusagen eure Bewegung mit. Und die Bewegung kommt aus der Hüfte. Also der Schwung kommt aus der Hüfte. Lasst eure Arme wie Peitschen. Einfach so. Und herbaumeln. Und das macht dann richtig schnell auch da irgendwann. Jetzt gehen wir auf Schulterhöhe. Und jetzt gehen wir nach oben mit einem Arm. Und dabei schauen wir zum Arm nach oben und setzen sozusagen den Fuß auch gleich ein bisschen ab und das wechseln wir jetzt immer so. Gewichtverlagerung von einem Fuß auf den anderen. Und dabei die Streckung in der Schulter. Aber in einem lockeren Zustand, der Körper ist entspannt dabei. Und wieder auf die Hälfte gehen. Beine ein bisschen weiter zusammen, schulterbreit. Gewichtsverlagerung auf den rechten Fuß. Und jetzt nehmen wir das Bein vor. Und wir schütteln das Knie so aus. Wir werfen den Fuß ein bisschen vor, dass es das Knie auseinanderzieht ein bisschen. Dass diese Stauchung rausgeht, die wir jeden Tag haben. Und dann fangen wir an, ein bisschen größer, wie beim Rollerfahren ungefähr, Bewegung zu machen, wie so ein Kreis einfach. Bleibt von ruhig. Kreis. Und jetzt machen wir die 8 mit dem Fuß. Und jetzt anders von außen. Und dann ruhig und setzen wir ab. Jetzt die andere Seite. Gewichtsverlagerung auf links. Erstmal ausschütteln. Und dann kreisen. Das kennen wir in den russischen Tänzen, die Bewegung. Und die sind die ganzen Kampfkünste sind eigentlich überall mit versteckt in den Tänzen und in den Arbeitsgängen, die täglichen, diese Bewegungsabläufe ein. Und das war's. Wir hatten den Fuß vergessen.
Gut. Das Programm erstmal durch in der ersten Aufwärmung. Nehmen die Hände zur Seite. Und jetzt kreisen wir unsere Fäuste nach vorne. Und nach hinten. Setzen die Hände auf die Schultern. Und kreisen nach vorne. Und dabei bewegen die Schultern dann richtig schön nach hinten zusammen. Und nach vorne wieder so. Das ist eine richtig kreisende Bewegung auf dem Rücken wird von den Schulterblättern. Und nach hinten. Wir können immer die Augen bei solchen Sachen auch geschlossen halten, um einfach in euch hineinzufühlen, euer Körpergefühl einfach aufzubauen. Also. Und sind klar. Bewegen den Kopf nach rechts auf die Schulter, atmen dabei aus und halten langsam. Und werden immer lockerer und lassen den Kopf weiter sinken zur Schulter. Die Schultern hängen aber auch locker da. Und der Kopf, der zieht sich von eigenem Gewicht nach rechts jetzt und streckt die Seite, den Seitenstrang auf der linken Seite. Und wir kommen nach oben zur Mitte. Atmen tief ein und aus. Und mit dem Ausatmen beim nächsten Mal ein und ausatmen und gehen wir auf die linke Seite. Und auf die Linke fallen lassen und locker bleiben im Genick und in den Schultern. Schultern hängen ganz locker mit den Armen zusammen. Nur das Gewicht des Kopfes zieht jetzt den rechten Seitenstrang. Und kommen in die Dehnung. Atmen wieder ein, gehen nach hoch zur Mitte. Und wir atmen aus und der Kopf wird nach oben gestreckt und beim Obenstrecken setzen wir das Kinn auf die Brust ab, also nicht so nach unten fallen, sondern der Rücken bleibt gerade und wir strecken erstmal nach oben den Kopf aus, die Wirbel, die Halswirbelsäule und dann gibt es diesen Zug hier hinten im Genick, dass wir sozusagen die hintere Nackenmuskulatur strecken und wieder das eigene Gewicht zieht, Schultern nach hinten ziehen dabei. Und ganz ruhige Atmung. Und einatmen nach oben, zur Mitte wieder. Und jetzt einatmen und beim Ausatmen fällt der Kopf in den Nacken. Aber nicht zu weit überstrecken und mehr so den Kopf, den Hals nach oben rausziehen. Und die Kinnspitze nach oben ziehen. Dann die Dehnung im vorderen Bereich, in den Kehlkopf. Und wir kommen zurück zur Mitte. Und jetzt kreisen wir ganz klassisch Kinn auf die Brust. Dabei wieder dran denken. Ausgestreckter Hals. Und wir gehen nach rechts und ziehen immer den Kopf nach außen, maximal. Ein Ausatmen kommen wir nach unten. Und noch einmal die Runde nach rechts. Einatmen bis nach oben. Und von oben ausatmen nach unten. Und noch einmal selbstständig. Nach unten. Jetzt Richtungswechsel auch wieder dreimal selbstständig. Oben und aus. Nach unten. Dabei dran denken, Kopf nach oben strecken. Ein
dritten Mal. Und nach unten aus. Atme tief ein und aus. Wir nehmen die Hände hinten auf die, also über die Hüfte, den Fingerspitzen nach oben. Dabei führen wir die Ellbogen, soweit wie es geht, nach hinten zusammen. Die Brust rausstrecken. Und da entsteht schon so eine Art Druck. Und dann schieben wir unser Becken einfach so nach unten und ziehen uns mit unserer Brust nach oben. Brust zieht nach oben und die Hände drücken das Becken nach unten. Und dabei ganz locker bleiben, lassen wir uns sozusagen ein bisschen nach hinten fallen und dehnen uns dabei den Rücken auf. Dabei locker bleiben, ruhig, und die Atmung ist auch ganz ruhig. Und wir kommen langsam nach vorne. Und wir gehen gleich nach vorne. Die Beuge. Beine sind durchgedrückt. Und wir kommen nach oben. Und wir noch aus. Spüren wir kurz in uns rein. Nehmen die Arme nach oben. Und drücken uns hier nach oben und strecken uns dann raus nach oben. Wie in einem Kreis, müsst ihr euch das vorstellen, ihr nehmt die Handfläche nach außen, als wenn ihr so eine riesig große Kugel umfassen würdet, die vor euch liegt. Und ihr geht nach oben vorne. Und hier gehen wir mit den Händen so wieder zusammen und gehen nach unten in die Uttanasana. Und wir hängen erstmal bloß ganz normal locker da. Die Arme verschränkt, dass nur das Gewicht euch nach unten zieht. Knie sind angespannt, also nach oben gezogen, die Kniescheiben, die Füße sind fest am Boden. Und der Oberkörper ist alles locker. Und ihr zieht jetzt langsam euer Steißbein nach oben. Und bei der Bewegung schon, wenn ihr das Steißbein nach oben zieht, kommt automatisch der Körper wieder ein Stück weiter runter, die Schultern. Mit jedem Atemzug ein Stückchen weiter und locker bleiben. Langsam euch an den Fersen hinten festhalten. Und dann könnt ihr ein bisschen mit Hilfe nach unten gehen noch. Mit der Ausatmung nach unten. Mit dem Einatmen das Steißbein nach oben ziehen. Und dabei den Bauch, den Rücken nach vorne drücken ein bisschen. So dass ihr kein Hohlkreuz habt, sondern dass einfach nur der Bauch nach unten geht. Und das Steißbein nach oben. Beine sind durchgedrückt dabei und die Atmung ist ganz ruhig. Und kontrolliert nochmal, dass ihr locker seid in der Schulter oben, keine Anspannung drin ist und die Hüfte sich auch leicht bewegen kann noch. Und ausatmen noch ein Stück tiefer. Und Steißbein nach oben. Und ihr spürt den Zug hinten in den Kniekehlen. Wir schauen kurz auf unsere Füße. Fixieren die nochmal. Atmen tief ein und aus. Und mit dem Ausatmen schließen wir die Augen und gehen wieder nach unten mit dem Kopf
Und geh noch mal ein bisschen ran bis zu den Knien. Und wir lassen locker und kommen langsam nach oben wieder mit der gleichen Bewegung. Der Rücken ist ja bei gerade. Und spürt in den Raum rein einfach. Hier nochmal zum Ausgleich die Hände hinten drauf. Und nochmal kurz nach hinten drücken. Schulterblätter und mit den Händen nach unten drücken die Hüfte, Steißbein. Und wir kommen wieder. Wir öffnen die Augen. Das Standbein ist jetzt das rechte Bein, rechts in die Mitte und zur Frikshasana nehmen wir einfach da. So. Ferse nach vorne, leicht. Gleichgewicht. Ruhige Atmung. Und wenn ihr bereit seid, könnt ihr das auch nach oben nehmen. Dabei nach oben rausziehen. Und die Hüfte ein bisschen öffnen dabei. Dabei auch nicht das Becken verdrehen. Und nochmal nach oben ausstrecken. Mit dem Ausatmen langsam die Hände nach unten, wieder im Kreis. Und gehen nach unten zurück ab. Die andere Seite. Und nach oben ziehen, die Arme ausstrecken, Knie leicht nach hinten, Hüfte öffnen und nochmal nach oben, links nach vorne, Arme nach oben, Schulterhöhe. Und die Schulterblätter nach hinten zusammenführen. Kein Hohlkreuz bilden, also eher ein bisschen nach vorne gehen mit der Hüfte. Also nicht so stehen, gerade nach oben, recht nach oben ziehen. Ein Stück nach vorne gehen und dann gehen wir nach unten. Atem Trikonasana. Und der Blick ist zur nach oben gerichteten Hand. Dabei drehen wir Wade auf, Beine sind ausgestreckt, der Arm zieht nach oben und der andere drückt nach unten und der Blick geht immer höher. Wir werden locker, okay, nach vorne zurück und gehen langsam hoch und wir nehmen den an. Also falsch. Parshvakonasana. Also hier ist ein rechter Winkel, das vordere Knie
Und wir gehen richtig tief ein. Das Bein ist ausgestreckt. Dabei ist sie auch nicht so zusammengesunken, sondern wir drücken uns richtig nach oben, dass unser Kopf, unser Hals ausschaut. Und die Hand liegt erstmal an der Seite und dann ziehen wir den Bogen, die Hand vor und ziehen uns nach vorne raus. Und der Blick ist zur Hand, zur ausgestreckten. Und ihr zieht euch weiter raus mit dem Arm, als wenn ihr jemand dran ziehen würde. Und dabei noch ein bisschen tiefer kommen. Und wer möchte, kann auch die Hand neben den Fuß absetzen noch, um es noch ein bisschen schwieriger zu gestalten. Und mal ausstrecken. Und wir kommen zurück, Arm nach hinten, Bein ausstrecken und rechte Knie ab. Wir machen eine Wechselbewegung, Hände nach vorn, in einen Artsprinter und dann wieder zurück. Hierbei könnt ihr auch die Augen geschlossen halten und euren Körper einfach einfühlen in die Dehnung, wo ihr was spürt. Und jetzt gehen wir nach hinten zu unserem Konasana. Das Bein ist ausgestreckt. Andere Knie ist im rechten Winkel eigentlich und steht gerade. Also nicht, dass es euch verdreht mit der Hüfte, dass es rüberrutscht, sondern gerade wirklich ausrichten, senkrecht. Ein Stück noch so, kippen in die andere Richtung. Ja, Beine ausstrecken, genau. Und dann gehen wir nicht aus dem krummen Rücken nach vorne, sondern wir versuchen wirklich mit der Brust nach vorne zu sein. Und wenn wir nicht so weit runterkommen, ist es okay. Augen schließen und wir atmen. Und der Zug ist hier unten in der Kniekehle. Und mit dem Atmen, Ausatmen immer locker werden. Und mit dem Einatmen strecken wir uns sozusagen aus. Das Bein bleibt ausgestreckt. Und wir kommen mit den Händen nach vorne langsam. Und mit dem Ausatmen nach unten. Und wir atmen in den Schmerz hinein ein bisschen. Ausatmen und lockerer werden. Und noch zwei Atemzüge. Und wir kommen nach vorne. Und machen so wie so ein Dreieck hier. Und stützen uns auf. Es bleibt eigentlich hier vorne der Fuß. Genau, so ist richtig. Und ruhen uns kurz ein bisschen aus. Und dabei gehen wir in die Dehnung, in Hüftöffnung. Und wir atmen in die Hüfte.
komme langsam nach oben so. Und weiß nicht, ob ihr schon mal gemacht habt beim Eugen Ecker Padaku in die Asana. Ihr nehmt den Arm hier unten rein. Die beiden Hände sind quasi parallel, immer noch parallel. Weit gefächert die Hände. Und ich mache einfach mal vor, also ihr geht mit dem Ellenbogen so weit wie es geht hier hinter, verlagert dann das Gewicht nach vorn. Kann man so also ein bisschen mit Schwung machen, so. Und dann legt ihr euch drauf und macht diese Bewegung. Und ihr könnt auch erstmal anfangen, indem ihr einfach diese Position haltet und euch wie so eine Liegestütze hier drauf legt und dann habt ihr den Fuß hinten noch ausgestreckt und dann könnt ihr dann immer so erstmal üben, die Balance. Einfach üben. Also vom Sinn her verstanden, wie es funktioniert? Ja. Okay. Unten rein. Gut. Jetzt dürft ihr euch mal ein bisschen ausruhen. Dann legen wir uns auf den Bauch. Und Arme nach hinten. Handflächen nach oben. Und tief ein- und ausatmen. Und dann ruhiger werden in der Atmung. Und andere Seite. Die Hände nach vorne, neben dem Kopf und wir kommen danach, drehen die ein bisschen und bewegen uns nach vorne und ziehen die Wirbelsäule auseinander und kommen nach oben und wir drehen, kommen nochmal in die Katze und gehen wieder nach vorne mit dem Fuß. Und wandern rüber in die Taube. Dabei immer aufpassen, dass er nicht so verkippt, sondern dass er wirklich gerade bleibt. Und wenn er nicht runterkommt, ist es okay. Die Dehnung kommt mit der Zeit dann. Und dann einfach ruhig atmen, könnt euch abstützen. Könnt aber auch die Hände hochnehmen, je nachdem, wie weit ihr das schon könnt. Und hier dann Schulterblätter nach hinten und nach oben ausrichten. Kopf nach vorne. Und mit der ruhigen Atmung immer tiefer sinken. Die Entspannung in der Hüfte. Nach unten, wir lassen das Knie vorn in die Mitte setzen und wandern mit dem rechten Bein rum. Atrium Matsyendrasana. Sitzen hier links daneben auf. Wichtig ist, dass die Sitzbeinhöcker alle beide genau gerade drauf sind. Und wir nehmen den linken Arm nach oben.
Und wir verdrehen uns mit der Ausatmung, setzen Ellenbogen ab und den rechten Arm wickeln wir um die Hüfte rum und legen ihn auf die Seite drauf. Und der Blick geht nach hinten über die Schulter und ist nach oben ausgerichtet. Einatmen, nach oben ziehen und mit der Ausatmung ein kleines Stück nach hinten drehen. Und in dem Intervall. Jeder für sich selber, nach seinem Ermessen. Und eine tiefe Bauchatmung ist wichtig. Wir kommen langsam mit Ausatmung zurück. Setzen den rechten Fuß auf die rechte Ecke, schieben uns ein bisschen hin und gehen hier den linken Fuß an die rechte Wade, an den rechten Oberschenkel. Sitzen gerade. Shanushasana. Nehmen die Hände nach oben. Ziehen sie nach oben raus. Und mit dem Ausatmen kommen wir nach vorn, bleiben aber im Rücken gerade und je nach seinem Ermessen entweder festhalten so oder eben tiefer gehen mit dem Ausatmen dann weiterhin. Also ruhige Atmung, einatmen, rausstrecken und ausatmen, locker werden und nach unten gehen. Bein ist ausgestreckt, wenn es geht. Einatmen, strecken und ausatmen, locker werden und nach unten gehen. Wie Wasser, es sinkt einfach auf euren Oberschenkel drauf. Einfach loslassen. Ganz locker sein. Eure Muskulatur, die angespannt ist, wird dann weich, entspannt sich. Und ihr fließt wie so ein Pudding auseinander. Tief ein- und ausatmen. Und mit dem Einatmen nach oben kommen langsam. Kopf zuerst nach oben, dann die Schultern nach hinten ziehen und langsam mit geraden Rücken. Und wir gehen in die Baddha Konasana über. Und hier können wir die Dehnung probieren, dass wir mit den Knien irgendwann mal nach unten kommen. Könnt ihr euch hier drüben abstützen und mit der anderen Seite nach unten drücken. Und langsam das Gewicht vom Arm einfach drauf und dann in die Dehnung gehen und reinspüren. Ruhige Atmung und einfach zulassen und die Hüfte öffnen. Und wir wechseln zur anderen Seite.
Wir kommen gerade nach oben, die Mitte. Jetzt sind gerade. Und kommen langsam nach vorne. So weit wie es geht, bloß hier. Und dabei können die Ellenbogen noch ein bisschen auf die Knie. Tiefe Atmung. Und mit dem Ausatmen lockerer werden, weil ich auch nach unten komme. Wieder an den Pudding denken. Und loslassen in den Hüften. Und noch drei Atemzüge. Und nochmal tiefer. Nochmal drei Atemzüge. Und langsam nach oben kommen. Fassen die Knie und nehmen sie langsam nach oben. Zusammen. Drücken sie ein bisschen ran. Und umarmen uns mal ganz kräftig. Locker. Gehen wir kreuz nach vorne in die Planke. Dabei sind die Beine ausgestreckt, der Körper ist ausgestreckt. Das ist wie so ein Brett, alles, wie so ein Balken. Ein bisschen weiter runter. Ja, so. Genau. Das ist auch eine gute Asana für die Armmuskulatur, also für die Standhaftigkeit dort. Für die anderen Asanas auch gerade wichtig, wenn man mit den Händen arbeiten und es abstützen. Wir gehen mit der rechten Hand in die Mitte. Und drehen uns zur Seite, entweder die Füße so oder so. Und öffnen und der Arm geht nach oben. Und gehen nach unten wieder in die Planke, bleiben nochmal in der Planke verlagern in die Mitte die linke Hand und drehen uns rechts hoch und der rechte Arm schon hoch. Und der Arm zieht nach oben. Und wir kommen langsam zurück. Die Katze in die Knie und gehen nach hinten und strecken uns mal aus. Und setzen uns ab und legen die Hände über den Kopf und ruhen uns kurz aus.
strecken die Hände nach vorne. Ziehen uns mit, wir laufen sie nach vorne mit den Fingern und ziehen uns nach vorne. Kommen mit dem Pups hoch. Und gehen wieder. Wir kommen nach vorne hoch. Linken Fuß nach vorne. Sprinter. Und mit Schwung nach vorne kommen. Uttanasana. Und locker lassen und Kreis nach oben, langsam kommen. Wir lachen uns. Schulterbreit, vielleicht mal ein bisschen breiter stehen. Und setzen die Hände hier rein und wir strecken uns nochmal aus. Die Arme wirklich durchdrücken und dabei die Wirbelsäule auseinanderziehen. Und kommt nach vorne, hoch wieder. Jetzt links nach hinten und rechts vor. Hoch. Atta Trikonasana. Nach vorne gehen ein Stück und dann nach unten ausgeben. Arme Beine sind ausgestreckt. Blick nach oben. Und den Arm langsam absenken, hinten und nach oben kommen. Vorne anwinkeln. Ellbogen aufsetzen. Und wir drehen wieder auf. Hinten. Nach vorne. Kopf nach vorne ziehen mit. Und den Arm nach vorne ziehen. Und wir haben eine Seitenstreckung auf der linken Seite. Und ein Stück tiefer gehen noch. Und dann möchte ich jetzt wieder nach unten gehen, ein bisschen tiefer. Und wir atmen aus und kommen nach vorne. Rechten Fuß, rechte Seite lassen und wir gehen wieder runter.
Und wir atmen in die Hüfte. Und lassen locker. Kommen wieder nach oben und probieren das Gleiche. Machen wir auf der anderen Seite. Nochmal hier, Hände hier. Runter. Und erstmal einfach nur so nach vorne gehen. Und dann könnt ihr dann hier probieren, den Fuß hochzunehmen. Und dann später hinten hochkommen. Nochmal. Mal weiter üben. Müssen die Muskulatur muss trainiert werden, dass ihr euch auch halten könnt, euer Körper. Ist auch eine Gleichgewichtssache, also das Gleichgewicht nach vorne verlagern. Fuß, den musst du so rübernehmen. Und dann gehst du runter. So. So. Weil der muss ja irgendwann mal gerade ausgestreckt werden. Also bist so. Den Ellenbogen hier drunter. Und wenn du dann vorgehst, kannst du schon mal üben, das so lang zu ziehen. Ja? Das kann man schon mal üben. Also beim nächsten Mal, wenn du wieder da bist, dann. Dann bringst du das, okay? Ja. Gut, super. Ich erlöse euch wieder. Geh nach vorne wieder. Und ruhen uns kurz aus. Und andere Seite den Kopf. Die Hände neben den Kopf und komm nach oben. Wieder nach vorne schlängeln. Und wir drehen die Hände in die Kobra gleich. Also die Hüfte hinten. Rücken ist locker, nicht angespannt. Nur die Arme stützen. Schulterblätter nach hinten. Und Hals nach oben rausziehen. Blick ist nach vorne. Oder mit geschlossenen Augen. Dann gehen wir in die Halbkobra zurück. Und gehen vor, strecken uns mal aus
vor und jetzt die den Fuß wieder vor in die Taube. Auf der Seite diesmal. Also rechts ist jetzt rechtes Knie nach vor. Und dann setzen wir uns wieder gerade runter. Und wer möchte, kann die Hände nach vor. Schulter wieder nach hinten ziehen und versuchen gerade hochzukommen. Drei Atemzüge. Und langsam abstützen wieder. Das Knie bleibt gleich wieder so. Vatomacentrasana. Linke Bein drüber führen. Sitzbeinhöcker wieder überprüfen, dass du gerade sitzt. Und jetzt der rechte Arm nach oben. Einatmen mit dem Ausatmen nach links drehen. Die Schulter blicken. Und einatmen wieder nach oben ausstrecken und ausatmen ein Stück nach hinten ziehen. Und jeder für sich. Augen schließen und dabei reinfühlen. Körper überprüfen, dass der Rücken gerade ist. Nach oben ziehen und der Blick über die Schulter bleibt. Die Bauchatmung, die Massage der inneren Organe, einatmen, Bauch raus und ausatmen, Bauch zurück. Wir kommen langsam mit dem Ausatmen nach vorne und atmen ein wieder. Linke Fuß, linke Mattenecke und rechte Fuß und Oberschenkel Innenseite. Schauen wir den Shasana wieder und die Arme zur Seite, nach oben. Und wir ziehen uns mal nach oben richtig raus. Schulter nach oben ziehen, einatmen und einatmen. Und beim dritten Mal, bei dem Ausatmen, nach vorne gehen langsam wieder. Und nach vorne. Bein ist gestreckt, Rücken ist gerade, Schulter bleibt nach hinten, Kopf nach vorne raus und locker bleiben und die Atmung einatmen, ausstrecken und ausatmen, locker werden und nach unten kommen. Wieder an den Pudding denken. Wir sind ganz weich und locker in der Hüfte und Rücken.
Und die Atmung. Tief ein und aus. Und locker bleiben im Rücken. Und mit dem Einatmen nach oben kommen. Langsam. Und wieder. Parapanasana. Bisschen so nochmal auf den. Die andere Seite nochmal ein bisschen Dehnung reinkriegen. Gerade hoch und greifen die Knie und führen sie langsam zusammen. Und drücken. Und locker werden. Greifen die Zehen. Und dann langsam zurück und rollen gleich von über. Legen uns auf den Bauch und die Libelle. Linker Arm anwinkeln so und den rechten durchschieben. Links bis vorn. Handflächen sind nach unten und ihr könnt euch ein bisschen abschieben jetzt noch. Da kommt ihr noch ein bisschen weiter vor. Und dann kann richtig die Schulter nach unten fließen. Den linken Arm rumnehmen und jetzt gehen wir mit dem rechten hier raus und könnt auch schon hier rumgreifen und den Fuß fassen und nach vorne ziehen. Den Fuß noch weiter ran zu drücken.
Und langsam lockern. Rechten Arm zur Seite, linke Seitenmatte und dann drehen wir langsam rüber. Arm nach oben und legt die Handfläche auf die andere Hand oben. Beine angewinkelt. Und wenn er noch ein bisschen Potenzial hat, der kann auch den Fuß nochmal so draufsetzen oben, den linken und so rüber drehen und die Hüfte nochmal dabei öffnen. Dabei ist der Hals nach oben, gerade, Schultern zurück und wir strecken uns richtig raus und der Kopf bleibt gerade in der Luft. Noch ein bisschen. Und zurückkommen langsam. Beine ausstrecken. Arm. Und komm nach oben. Jetzt rechten Arm vor und geh nach vorne ein Stück, die Libelle. Entspannung in den Schultern, euch nach unten fließen lassen. Und wir kommen langsam raus, indem wir jetzt nehmen wir das linke Knie nach vorne, den rechten Arm. Das war verkehrt rum. Ich hab's alles gemacht. Genau, und die Seite. Ich war verkehrt, hab ich gesagt. Und langsam lockern. Wir rutschen gleich nach rechts auf die Matte.
den linken Arm in Schulterhöhe ausstrecken, Handfläche nach unten. Und wir drehen uns auf die Seite rüber. Arm im Kreis nach oben und ablegen. Noch ein bisschen Arme nach hinten ziehen, Schultern zurück, Brust raus und Hals nach vorne strecken. Und langsam rauskommen. Und die Umkehrposition. Legen uns auf den Rücken. Und entspannen uns erstmal kurz. In uns rein, unsere ruhige Atmung. Und beim Einatmen ziehen wir den Brustkorb nach vor, das Zwerchfell, und den Ausatmen sind wir wieder locker am Bauch. Und wir atmen ein und ziehen nach vorne. Und wieder aus. Und die ruhige Atmung weiter. Und wir nehmen unsere Knie. Ziehen ja den Körper ran ein bisschen. Greifen unsere Füße und strecken uns aus. Knie sind durchgedrückt und jetzt versuchen wir, unsere Steißbeine auf die Matte zu pressen, hinten noch in der Verlängerung, und da geben wir so einen Zug rein, dass wir den Boden berühren unten. Beine bleiben durchgedrückt. Und locker lassen. Und wir gehen jetzt nach oben. Hände in die Hüften. Ich kann auch wieder mit den Bandas arbeiten, wie wir das gestern gemacht haben. Und die Atmung ist ruhig.
Konzentriert trotzdem. Langsam klappen wir jetzt Flug nach vorn. Die Hände gehen nach hinten dabei. Beine bleiben gestreckt. Handflächen auflegen. Und wir gehen langsam nach vorne. Beine bleiben gestreckt. Und die Zehen berühren dann bald den Boden. Und dann drücken wir es nochmal richtig so in den Boden rein. Beine ausgestreckt, Hände nach hinten. Und wir lösen die Füße wieder nach oben. Langsam. Und ihr könnt probieren, ob ihr die Hände hinten aufgelegt lassen, also nach hinten lasst und trotzdem wieder nach oben geht. Wenn nicht, dann gebt ihr wieder die Stütze in die Hüfte rein. Und dann wieder langsam nach vorne gehen, nochmal in den Flug. Und absetzen und ausstrecken wieder. Das langsam zurückrollen oder ihr könnt auch nochmal die Hände stützen an der Hüfte, an der Seite und dann dreht ihr das Becken nach unten, macht ein leichtes Hohlkreuz und dann könnt ihr mit den Füßen langsam in den Beinen euch rumdrehen, wie auf so einer Wippe und den ersten Fuß absetzen und dann mit dem zweiten und dann könnt ihr euch nochmal richtig nach oben drücken hier. Und dann langsam nach unten gehen. In den Fisch, Matsyendrasana. Die Hände neben das Becken. Kommt gleich noch hoch und setzt die Ellenbogen, soweit es geht, zusammen. Und dann lasst ihr euch so draufrutschen dann, Brust nach vorne raus und der Kopf überstreckt langsam und wir setzen ganz langsam ab. Wir atmen tief ein, ziehen das Zwerchfell nach oben und halten. Ausatmen und halten. Das ist sozusagen nur Lungenatmung, nur Brustatmung. Wieder in die Lunge, halten und ausatmen. Und noch einmal
Einatmen, Lunge nach oben ziehen. Und mit dem Ausatmen jetzt nach unten sinken langsam. Und wir gehen jetzt über in die Shavasana. Ruhig, ihr hört auf euren Herzschlag und ihr atmet mit eurem Herzschlag und beruhigt euch im Inneren. Ihr atmet tief ein und aus. Und mit dem Einatmen spürt ihr die Luft, die durch eure Nase in eure Luftröhre bis zu eurer Lunge dringt. Diesen kühlen Luftstrom nehmt ihr wahr und stellt euch vor, dass dieser Luftstrom aus einem silbernen Licht besteht und sie euch auffüllt im Inneren. Und ihr atmet in die Lunge und die Brust und füllt euch mit diesem Licht bis dorthin. Und ihr atmet weiter und mit dem nächsten Atemzug füllt ihr euch bis zu den Schultern und die Schultern lockern sich dabei. Überall, wo das Licht hinkommt, entspannt ihr euch und fühlt die Wärme und die Beruhigung und die Ruhe. Und mit dem Ausatmen atmet ihr alles schlechte Gedanken, Schmerzen, Verspannung, alles aus dem Körper. Ihr reinigt euch mit der Atmung, mit dem Licht und ihr atmet wieder ein und atmet bis zum Bauch. Und ihr atmet aus. Und ihr atmet bis zur Hüfte. Und ihr füllt euch mit dem Licht bis zur Hüfte. Und ihr atmet weiter. Und das Licht bis zu den Oberschenkeln und den Oberarmen. Und weiter bis zu den Knien und Ellenbogen. Und füllt euren Kopf mit dem Licht.
ihr sucht euch einen Ort, in dem ihr euch wohlfühlt. Vielleicht in der Natur draußen, in einem Lieblingsort. Verbindet euch mit der Erde. Wie hunderte kleine Wurzeln bilden sich unter eurem Körper, dringen in die
steht euch an eurem Lieblingsort. Kommt zurück zu euch. Und ihr führt in euch hinein, vergleicht euch mit vorher und nachher, wie ihr euch fühlt und nehmt das mit nach Hause. Atmet tief ein und aus. Ihr seid Hände zur Seite und nach oben zum Namaste vor die Brust. Atmen ein und aus zum dreifachen Mantra um. Und super, klasse, danke. Das ist so gut gefallen, echt toll.